Hi. Mittlerweile haben wir schon fast 2 Monate oder sogar noch länger. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall haben wir kein Theater mehr. Und für Theaterleute ist es nicht nur der Verlust der Lebensgrundlage, sondern auch der Verlust der Leidenschaft, Kunst zu machen. Deswegen habe ich ein Liebeslied darüber geschrieben und das beginnt jetzt. Ey, ich freue mich schon so sehr darauf, wenn wir uns wiedersehen. Warum uns alle ignorieren, werde ich nie verstehen. Ach egal, will dir nur sagen, wie sehr du mir fehlst. Und weil ich genau weiß, dass du die Tage selber zählst, dachte ich mir, ich schreibe heute diesen Song. Dann hören ein paar Leute davon. Das Wetter ist egal, weil wir uns eh dann drinnen wiedersehen. Weil wir mit Bleistift einzeln nochmal durch die Lieder gehen. Textzeilen proben mit Präzision. Ich gebe ja zu, es fehlt mir schon, den ganzen Tag lang auf der Bühne zu sitzen. Zu schreien, zu weinen, zu bluten, zu schwitzen, um ein Stück zu schaffen, das wir dann vor Publikum zur Schau stellen. Bis zur Premiere gibt es noch eine Menge Baustellen und die allererste von Berlin bis Arizona ist dieses dämliche Corona. Es geht an dich, meine Bühne, an euch, meine Kollegen, an alle, die sich gerne im Rampenlicht bewegen, alle Tänzer, alle Techniker, alle Regisseure, an alle Pianisten und Tenöre, an alle Inspizienten, die Leute im Foyer. Ich freue mich so sehr, wenn ich euch sehe, das geht raus an euch alle. Wir machen uns bald startklar. Ohne Theatermenschen gibt es kein Theater, sorry. Aber warum ist in unserem Land Theater bitte nicht systemrelevant? Ihr behauptet doch, dass wir Dichter und Denker sind. Man merkt euch voll an, wie viel das Denken bringt. Künstler, das sind Menschen, die für extrem wenig Geld dafür sorgen, dass Kultur unsere Gesellschaft zusammenhält. Die uns spiegeln, was wir fühlen, wie wir uns verhalten. Die zusammen Visionen für die Zukunft gestalten. Es ist extrem harte Arbeit, bis man auf der Bühne strahlt und die Freunde fragen, Digga, dafür wirst du bezahlt? Im Moment leider nicht. Das ist ja das Problem, aber ich freue mich schon so sehr darauf, wenn wir uns wiedersehen. Es geht an dich, meine Bühne, an euch, meine Kollegen, an alle, die sich gerne im Rampenlicht bewegen. Alle Tänzer, alle Techniker, alle Regisseure, an alle Pianisten und Tenöre, an alle Inspizienten, die Leute im Foyer. Ich freue mich so sehr, wenn ich euch sehe, das geht raus an euch alle. Wir machen uns bald startklar. Ohne Theatermenschen gibt es kein Theater. Auf das der Vorhang sich bald wieder öffnet. Macht's gut. Ciao.